verbracht in einer ungewohnten und feindlichen Umgebung. Es ist ihm nicht nur gelungen, die gestellten Planziele zu erfüllen, ja überzuerfüllen, sondern er hat darüber hinaus zur Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration beigetragen und somit die Arbeits- und Lebensbedingungen von Werktätchen verbessert. Im Namen des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik verleihe ich dir hiermit den Orden Banner der Arbeit Stufe 2 für hervorragende und langjährige Leistungen bei der Festigung und Stärkung der DDR. Herzlichen Glückwunsch. Kaviar? Wie bitte? Ist das Kaviar auf den Eiern? Ja, aber Deutscher. Deutscher. Kaviar ist Kaviar. Da kommt jetzt der neue Inhaber der Firma und was sieht er? Kaviar. Schöne Begrüßung. Deutscher Kaviar ist billiger. Und wir mussten auch was auf die Eier drauf tun. Es geht um den Eindruck. Kaviar wirkt einfach protzig. Naja, schon zu spät. Vielleicht hätte man noch irgendeine Girlande anbringen sollen. Ja, sowas wie herzlich willkommen? Ja, ja, irgend sowas. Aha. Ja, das kann ich schon. Ja. Kennt ihr sie eigentlich alle Gäste? Moment mal. Ja, ich weiß nicht. Aber den Bürgermeister bestimmt. Ja, hallo? Ja. Ja, das kann ich ihm ausrichten. Ja, gut. Danke. Wiederhören. Genosse Berganda. Wir sind jetzt hier. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir hier die Abkürzung fahren. Die scheint allerdings kurvenreicher zu sein, oder hier die Hauptstrecke. Vorlach liegt ungefähr hier. Wo? Ich sehe es nicht. Steht auch nicht da. Aber es ist da. Habt ihr gesehen? Bosch, Mercedes, alles da. Porsche auch. Wann geht das an? Um 10:30.
glaube, es gibt Regen, was? Sieht er noch aus? Morgen, Herr Bürgermeister. Ah, Sie sind's, Fräulein Hettinger. Gehen Sie auch zu Luxor? Kennen Sie Fräulein Hettinger? Ja, sie hat mich ja lange genug geärgert wegen dem Schwimmbad. Darf ich mich Ihnen anschließen? Aber selbstverständlich, kommen Sie nur. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wer der neue Besitzer ist? Von Luxor? Ja. Keine Ahnung. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass der Alpöpfinger überhaupt Verwandte hatte. Aber es sind doch Verwandte, doch, oder? Natürlich. Ja. Guten Tag. Warum fragen Sie? Naja, weil es eine ganze Menge von Gerüchten gibt. Oh, ich habe keine gehört. Zum Beispiel, dass die Fabrik von einem amerikanischen Konzern gekauft worden ist. Wo haben Sie denn das aufgegabelt? Und der will schließen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Aber ich glaube, es ist besser, jedenfalls für die erste Zeit, wenn wir uns mit Sie anreden. Ja, ist ja schließlich eine ungewohnte Situation. Ich glaube schon. Also, Herr Bittike. Frau Schnitzer. Natürlich. Herr Knospe. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch dazu kommen, aber halten tun wir jedenfalls nicht mehr. Für die ersten Unkosten, falls der Welt hier entstehen, gebe ich jetzt jedem erstmal 100 Mark. Ihr könnt mir das hier unterschreiben, bitte. Und wenn die Amerikaner den Betrieb nun doch schließen? Mein liebes Fräulein Hettinger, daran ist gar nicht zu denken. Fullach ohne die Luxor-Werke. Das ist ja gerade wie Leverkusen ohne Bayer. Oder Wolfsburg ohne VW. Naja, deshalb frage ich ja auch. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ja? Der Wappler ist draußen. Wieso? Ja, der Dr. Keltenhoff hat ihn eingeladen. Na schön, lass uns ihn rein. Ja. Vielleicht hat er sie extra deshalb einen dunklen Anzug anzogen. Ja, ich habe nichts gegen den Mann, aber wenn es Amerikaner sind, die haben es bestimmt nicht gern, wenn man ihnen gleich der Betriebsrat präsentiert. Sie kommen, glaube ich. Deinen Namen? Ja. Wollen Sie mir denn bitte nennen? Glöckle, Irmgard. Bietecke, Erwin, ich bin der neue Betriebsdirektor. Und das ist der Genosse Herr Krampitz, Frau Schnitzer, Herr Knospel, Herr Berganda. Das ist Frau Fräulein. Fräulein Glöckle. Ja, dann gehen wir mal nach oben, nicht oben. Meine Herren? Zum kleinen Imbiss. Gestatten Wiedecke vom Schuhkombinat Georgi Dimitrov. Herr Stegmeier, sehr erfreut. Ich führe seit dem Tod von Herrn Billfinger hier den Betrieb, kommissarisch natürlich. Ja, dass jemand aus der, ich meine, dass jemand von Ihnen den Betrieb erben würde, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Ja, das glaube ich. Tja, wenn ich dann bitten darf. Ja. Na? Dann wollen wir mal. Ja, es geht sogar das Gerücht,
Wir wären im Besitz von irgendwelchen Ölscheiß aus Kuwait. Und jetzt sind Sie enttäuscht. Meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf Folter spannen. Keine Araber, keine Amerikaner. Die Luxorwerke sind in den Besitz der Deutschen Demokratischen Republik übergegangen. Das hier ist Herr... Biedecke mit Doppel-D. Ido, komm mal her, was die Autos jetzt her? Ja, komm, nehmen wir mal. Wenn ich bloß nicht die ganze Maschine demontiere und nach Sibirien schicke. Ja, du lachst. Du hast ja das Sinnverdienst nicht erlebt. Ich will immer Frühsport machen. Wie die Russen alles mitgenommen haben, dass du nicht mehr nachbestehst. Eisenbahnschiene und so war was. Ich sage euch, das wird überhaupt nicht verändert, weil die das gar nicht wollen. Und wenn die ist mir das doch scheißegal, von wem ich mein Geld kriege. Ob von Flick oder von Brezhnev. Ist dir auch egal, ob es Ost- oder Westgeld ist. Und da werden Sie sich natürlich fragen, warum hat sich unser Staat zu diesem Abenteuer entschlossen? Gerade eine Schuhfabrik, wo wir wissen, dass dieser Industriezweig hier in der BRD keinen leichten Stand hat. Und das wollen wir nicht verschweigen. Auch unsere Schuhindustrie die berechtigten Wünsche der Bevölkerung nicht ausreichend befriedigen konnte. Und obwohl wir wissen, dass wir als Arbeiterklasse unsere Mission nur erfüllen können... Unsere historische Mission. ...nur erfüllen können, wenn wir die politische Macht der Bourgeoisie beseitigen und die Macht des Volkes erkämpfen. Und obwohl wir wissen, dass wir diesen Kampf nicht von einer kleinen Schuhfabrik in Forlach ausführen können, ist trotzdem unsere Entscheidung so gefallen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Das ist eine Überraschung. Wir in der Deutschen Demokratischen Republik haben natürlich ein Interesse daran, dem gigantischen Vorurteil zu begegnen, das durch eine beispiellose geistige Manipulierung der Mehrheit der Bevölkerung in der BRD von den hier herrschenden Monopolgruppen erzeugt worden ist. Es wäre ja eigentlich schlimm, wenn man so etwas ablesen müsste. Auf gut Deutsch, damit auch alle, die hier versammelt sind, das verstehen. Wir wollen Ihnen beweisen, dass wir nur ein einziges Ziel kennen. Das Wohl des arbeitenden Menschen. Das Bedrückende der täglichen Arbeit muss von uns genommen werden. Soviel ich weiß, gibt es bei Ihnen das Problem Arbeitslosigkeit. Wir werden den Leuten die Unsicherheit des Arbeitsplatzes nehmen. Es kann sein, dass hier einige durch den Druck der Konkurrenz zu schnell arbeiten müssen. Wir werden das ändern. Soweit ich informiert bin, gibt es in diesem Betrieb nicht die einfachsten sozialen Einrichtungen. Natürlich wollen wir grundsätzliche Veränderungen. Aber wir wollen zeigen, dass es immerhin Schritte auf dem richtigen Weg sind. Was der Genosse, was Herr Biedecke soeben ausführen wollte, war sozusagen Folgendes. Worum es uns hier geht, ist, den praktischen Nachweis der wissenschaftlichen Tatsache zu erbringen, dass zwischen den Produktionsverhältnissen und dem Charakter der Produktivität einerseits und den Klassen und ihren Beziehungen andererseits ein untrennbarer Zusammenhang besteht. Auf den der Karl Marx schon deutlich hingewiesen hat. Ja, die Handmühle ergab bekanntlich eine Gesellschaft der Feudalherren. Die Dampfmaschine eine Gesellschaft der industriellen Kapitalisten. Ja, so ist es. Gestützt auf Lenin können wir nun heutzutage ergänzen, die automatisierte Fabrik und ja, und das Atomkraftwerk verlangen geradezu gebieterisch den Sozialismus. Und dann natürlich den Kommunismus. Wenn die Arbeiter merken, dass sie Eigentümer der Produktionsmittel sind und sie lernen, dass es gilt, ihr souveränes Recht als Eigentümer wahrzunehmen, dann werden sie neue schöpferische Qualitäten entwickeln. Und es werden sich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verändern und voll entfalten, weil sie eben merken, dass der reale Sozialismus dem Kapitalismus überlegen ist. Vielen Dank. Was meinen Sie dazu? Ich habe überhaupt keine Meinung. Ich wäre sowieso gegangen, egal wer den Betrieb übernimmt. Als Bürgermeister geht es mir vor aller Dinge darum, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Alles andere kommt hinterher.
Nein, danke. Hat ganz schön einen Eindruck gemacht, ne? Lieber ein Bier? Nein, Hunger habe ich. Ich nehme an, Sie wollen jetzt zuerst ins Hotel, ne? Was sehen Sie? Die Quartierfrage. Ja, da gibt's aber ein kleines Problem. Wir haben nämlich vorerst bloß zwei Hotelzimmer reserviert. Wir konnten ja schließlich nicht wissen, dass Sie... Sie sind fünf, wenn ich recht gezählt habe. Aber da gehört doch noch eine Villa zum Betrieb, oder? Ja, aber die ist ein bisschen runtergekommen, seitdem Herr Binfinger da alleine kommt. Sie können sich gerne mal anschauen. Sie ist nur ein paar Schritte von hier entfernt. Ja, gut, ja. Das übrigens ist der Vorsitzende vom Betriebsrat, der Herr Wappler, ein sehr ganz normal. Umgänglicher Mensch. Der einzige Erbe von Herrn Bidelfinger ist eine gewisse Rosemarie Waldenburg, eine alte Dame an die 70. Und die, oh, Entschuldigung. Und die wohnt in Weimar. Naja, und die kann natürlich mit so einer Fabrik nichts anfangen und hat sie der Allgemeinheit überlassen. Aus Dankbarkeit. Dem Staat, der Deutschen Demokratischen Republik. Ganz normal. Prost. Kampitz und ich, wir werden uns hier eine kleine Wohnung in der Nähe suchen. Aber die anderen, die können an der Villa wohnen. Ja. Darf ich Ihnen jetzt den Herrn Wappler vorstellen? Guten Tag. Grüß Gott. Mich entschuldigen Sie einen Moment. Ja, bitte, bitte, bitte. Herr Dr. Kecknoff. Sie werden ja jetzt ganz neue Zeiten anbrechen, was? Es wird Ihnen Spaß machen. Die Arbeit wird einen ganz neuen Sinn bekommen. Herr Wedecke? Ja, bitte? Hatten Sie da mal einen Moment Zeit für mich? Inwiefern? Wissen Sie, ich bin beim Rottenburger Boten. Aber ich mache auch dpa, Süddeutscher Rundfunk, was so kommt. Was? Zeitung. dpa ist das, was bei uns ADN ist. Ach so. Und Sie wollen was? Ich würde ganz gern ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, über Ihre Absichten und so. Das kann ich mir denken. Es wird auch nicht lange dauern, höchstens eine halbe Stunde, schätze ich. Einfach so? Sie können doch nicht einfach so ein Interview machen. Ich bin der Betriebsdirektor. Ja, eben. Deshalb will ich Ihnen ja auch ein paar Fragen stellen. Das muss doch genehmigt werden. Wieso? Von wem? Ich denke, Frau Schnitzer wird für die Belange der Presse zuständig sein. Sind Sie das? Ja. Dann soll ich Sie also fragen, ob ich mit Ihnen ein Interview machen darf? Stellen Sie sich doch mal vor, wenn jeden Augenblick jemand von der Presse kommt und sich mit dem Betriebsleiter unterhalten will. Das ging doch sicher bei unserem Vorgänger, dem Herrn Bilfinger, auch nicht einfach so. Also was ist nun? Wird er Zeit für mich haben oder nicht? Es ist aber dringend. Könnt ihr ihn denn morgen früh? Nein, da ist ein Bregenz. Muss aber am Mittwoch früh in Frankfurt sein. Dann hat er zwei Tage die Kollegen da von den englischen Gewerkschaften wegen der Mitbestimmung. Da ist er auch die ganze Zeit dabei. Am Mittwoch in 8 Tagen müsste er hier sein. Denn am Donnerstag ist er schon wieder in Düsseldorf. Ist wirklich. Aber warum besprechen Sie nicht die ganze Sache mit dem Kollegen Elsässer? Der wäre doch sowieso dafür zuständig. Ja, da halt, wenn er da ist. Moment, ich verbinde. Ja. Grüß Gott, Wappler. Kurt, was kann ich für dich tun? Hier ist etwas passiert, wo ihr als Gewerkschaft Leder euch, glaube ich, direkt von Obereich halten müsst. Okay, ja, schreibt mir Besuch. Wiedersehen. 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 Gute Nacht. Mir wäre ja lieber, Sie würden vorläufig nichts in die Zeitung bringen. Ja, aber ich kann doch nicht einfach so tun, als sei das was vollkommen alltägliches. Aber die Presse interessiert sich doch sonst auch nicht. Für die Besitzverhältnisse relativ kleiner und unwichtige Betriebe, ne? Ja, aber entschuldigen Sie bitte, das ist doch wohl ein Unterschied, wenn die DDR anfängt. Auch wenn die Araber lieber gewesen. Die Sache wird doch für die Öffentlichkeit erst dann interessant, wenn sich hier tatsächlich etwas verändert. Vielleicht bleibt alles, wie es ist. Aber wenn Sie jetzt eine Sensation draus machen, dann entwickelt sich vielleicht was, was keiner will. Naja, vielleicht kann ich es mir doch noch mal überlegen. Oder würde Sie die Verantwortung übernehmen, wenn Ihr Arbeitsplatz verloren ginge? Dacht habe ich ja noch nichts. Ich wollte ja auch nur mal vorwarnen, damit, wenn was passiert, niemand von euch kommt. Warum hat denn der Wappler, der Trottel, nicht vorher was gesagt? Eben. Nein, nichts Konkretes. Nur die Rede, die da geschwungen habe. Na, ich pass schon auf. Ich melde mich dann wieder. Panzer.
Tag. Guten Tag, bitte schön. HB, bitte. 2,70, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme einen Marlboro. Moment. Marlboro. Und für mich auch bitte, HB, ja? Ich bezahle für die beiden mit. Ja. 5,70 bitte. In unseren Inder-Hotels. Hast du was dagegen, wenn ich das Frühstück lobe? Als erstes musst du dir den Wappler vornehmen. Danke, das bricht herrlich. Ist nicht unflott, diese Auswahl. Es gefällt mir. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Ich soll mit dem Wappler reden. Ja. Ist der Vorsitzende vom Betriebsrat. Ja, das ist der Einzige, der uns Ärger machen kann. Ach, zunächst. So ein klassenbewusster Arbeiter, seit Jahren gewählt, immer wieder. Manchmal bist du von einer Naivität. Kaffee oder Tee, bitte? Kaffee, bitte. Ja, Kaffee auch, ja. Zweimal Kaffee. Fräulein Monika! Steht nicht drauf. Das ist kein Polnischer. Der Polnische schmeckt anders, da ist mehr Wald drin. Wappler, hörst du? Du musst mit Wappler reden, als erstes. Der kriegt doch nur seinen Titel geändert. Sonst passiert ihm doch nichts. Na, der Kaffee ist gut. Es sind auffallend wenig Werktätige in der Gewerkschaft. Was wird sich ändern? Wie kriegst du welche in die Partei? Servus, hatten wir letztes Jahr Schwierigkeiten. Ja? Ja, ja, die waren alle losnarbig. Ah, das hatten wir mit Rindsbuchs dran zu haben. Ja? Ja, ja. Ja, das ist ja. Ich war noch 1,5 dabei. Na, wir hatten 0,9. Tag. Guten Tag. Wieder geht. Tag. Ja, das ist jetzt die neue Kollektion. Mhm. Stellen Sie um. Wieso? Sie sagten doch neue Kollektion. Der Herbst, Winter, nächstes Jahr natürlich. Wieso machen Sie jedes Jahr eine neue Kollektion? Zweimal. Sie nicht? Das ist ja ein ungeheurer Aufwand. Warum hat mir das niemand gesagt? Nein, nein. Dass wir uns nicht missverstehen, ich bin durchaus für wohl. Das machen wir ja auch. Aber dass man so oft wechselt. Naja, wenn unsere Frauen romantisch verspielte Kleider tragen, kann man ihnen ja keine strengen Sportschuhe anbieten, ne? Wer setzt denn hier so fest, was Mode ist? Wie meinen Sie das? Im Betrieb, oder? Nein, nein, hier überhaupt im Westen. Wer setzt hier so fest, was Mode ist? Herr Dr. Gegnoff, wer setzt denn hier eigentlich die Mode fest? Ja, ich nicht. Mich brauchen Sie nicht so vorwurfsvoll anzugucken. Na, also jedenfalls unsere Modelleure, die fahren jetzt schon zu sämtlichen Modenschauen. Nach Paris, Rom, New York. Die erste Maschine, die ich nicht kenne. Ja, das allerneueste. Arbeite mit Polyurethan. Leicht und abriebfest. 60 Paar die Stunde an jedem Tisch. Bei so teuren Maschinen können Sie sich leisten, keinen Schichtbetrieb zu machen. Da stehen die am Park
16 Stunden unbenutzt rum. Schichtbetrieb. Das würde unsere Arbeit und nicht mitmachen. Wieso? Dann guck dich mal unser Einzugsgebiet an. Die meisten haben noch ein Stück Land. Nicht viel, aber immerhin genug, dass sie nach Feierabend. Ja, manche haben sogar einen eigenen Weinberg. Weinberg? Ja. Na, nichts Besonderes. Vom Vater her, vom Großvater. Ganz kleine Dinge, aber mit viel Arbeit verbunden. Wir werden selbstverständlich in drei Schichten fahren. Das sind jetzt unsere Maschinen. Du wirst dich doch nicht etwa von diesem Unsinn abspeisen lassen. Weinberge. Aber wenn die Arbeiter nachts nicht arbeiten wollen. Ja, bitte. Ja, komm schon. Ist denn der Wein gut hier in dieser Gegend? Ich bin kein Weintrinker. Oh, ob der gut ist. Bloß die Schwaben saufen dann alle selber, deshalb gibt's so wenig. Und die ausländischen Arbeitnehmer? Tag. Haben die auch Weinberge? Die Gastarbeiter? Ja. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Entschuldigung. Moment, bitte. Costa? Costa, kommen Sie mal. Costa ist Grieche. Aha. Guten Tag. Wie der Geheiß, ich bin der neue Direktor. Ich hab's schon gehört. Ach, Stanseisen. Die kenne ich noch, handgeschmiedet. Costa. Wir setzen den Rundgang später vor. Ja, Costa, da ist gerade die Frage aufgetaucht, ob die ausländischen Mitarbeiter auch eigene Weinberge besitzen. Weinberge? Ja. Wir? Ja. Wer nimmt das denn gala? Nein, oi. Aber die sind doch oft zu verkaufen, sogar ganz billig. Zu viel Arbeit. Nein, ich brauche das Geld für anderes, für meine Familie. Ich schicke es nach Hause. Ah ja. Vielen Dank, Costa. Ja, gehen wir weiter zur Stöberei. Ja. Ich habe gehört, dass du Kommunist bist. Ja, natürlich. Ich auch, Genosse. Sehr gut. Ah, das freut mich. Na sehen, dass noch ein paar dazukommen. Hm? Ja, dann auf. Die Sache schaut so aus. Laut Betriebsverfassungsgesetz muss es alle Vierteljahre Betriebsversammlung geben. Und zwar während der Arbeitszeit. Herr Wiedeke möchte natürlich vorher mit denen von der Gewerkschaft ein paar Punkte besprechen. Dass er schon mal so einen Kader hat, als Rückhalt. Ja, das geht nicht. Wieso? Angenommen, wir von der Gewerkschaft treffen uns, da kann nicht einfach der Betriebsleiter kommen und sagen, ich bin dabei. So ein Betriebsleiter ist keiner von uns. Aber unter den neuen Bedingungen ist das eben doch gerade. Ihr müsst ja jetzt umdenken. Der Betriebsleiter, ob er nun Wiedeke heißt oder vielleicht auch mal Wappler, ist genauso Arbeiter. Chef bleibt Chef. Ich sehe da keinen Unterschied zu früher. Das werden Sie schon noch merken. Tag, Wiedeke, ich bin der neue Betriebsleiter. Tag. Und amerikanische. Aha. Haben Sie die schon lang? Noch 2 Jahre. Die hätten wir eine Lizenz bauen können. Sind Sie zufrieden? Oft viel bessere. Aber sowas wird ja einfach da oben entschieden. Aha. Und wir dürfen dann dran arbeiten. Aber was? Ja. Sag, anstatt dass Sie sich mal von uns beraten lassen. Wiedersehen. Wiedersehen. Das hier ist sozusagen das Herz aller Dinge. Die Modellabteilung? Ja. Guten Tag. Ist da Herr Häuser da? Nein. Ribeiro auch nicht? Nein, schon die ganze Woche nicht. Ach, da sind Sie halt unsere Künstler. Hier rein, bitte. Die beiden entwerfen die ganze Kollektion. Na, irgendwann werden sie schon wieder zurückkommen. Ah, ja. Lassen Sie uns bitte 5 Kaffee holen. So. Und das hier ist das ganze Sortiment. Aha. Ja. Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Und wo sind nun die neuen Modelle? Bitte? Ich verstehe Sie nicht. Wie meinen Sie das? Die laufende Produktion. Natürlich interessiert es mich auch, was Sie in den letzten Jahren an verschiedenen Modellen hergestellt haben. Aber nur so am Rande. Jetzt möchte ich doch mehr die laufende Produktion. Ja, aber wir haben in der Saison 86 Modelle. Aber Sie wollen doch nicht. Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass Sie gleichzeitig 86 verschiedene Modelle herstellen. Natürlich, das ist die derzeitige Kollektion. Die muss bis zur Messe in Düsseldorf fertig sein. Kommt Ihnen das Sortiment so reichhaltig vor? Reichhaltig? Wahnsinn ist das. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Schuhfabriken in der BRD. Wenn davon jede 86 Modelle produziert. Manche weniger, aber manche auch viel mehr. Aber unsere Schuhherstellung wird zentral vom Kombinat Guten verwaltet. Guten Tag. Wir machen auch nicht nur irgend so einen Einheitsschuh, Marke Wilhelm Pieck. Danke sehr. Bitte. Aber die eine Fabrik macht so eine Sorte Schuh, die andere eine andere. Aber keiner produziert mehr als 5 Modelle. Das können Sie sich hier nicht leisten. Ja, das ist eben der Fehler in Ihrem System. Haben Sie sich mal durchgerechnet, was Sie einsparen könnten an Material, Arbeit, Produktivität, wenn Sie statt 86 Modellen nur 10 fabrizieren würden? Nein.
Wozu? Und die volkswirtschaftliche Verschwendung? Eine Gesellschaft sollte nur so viel produzieren, wie sie benötigt. Sie kann ja auch nur so viel verbrauchen. Wenn gesamtgesellschaftlich so viel verschwendet wird, irgendjemand muss es doch bezahlen. Also wir produzieren hier für den Verbraucher. Wir auch. Für wen denn sonst? Ja, dann wollen Sie die Kollektion nicht übernehmen. Nein, daran ist gar nicht zu denken. Nein. Unsere Kunden erwarten aber ein reichhaltiges Angebot. Wenn Sie den zu wenig anbieten, dann kann es passieren, dass Sie am Ende gar nichts kaufen. Okay. Ja, bitte. Also, dies hier ist doch ein Produktionsbetrieb, oder? Natürlich. Also, bin ich dafür da, nach einem bestimmten Plan, so und so viel Schuhe, danke, in einer festgelegten Qualität, Größe und so weiter herzustellen. Mit dem Verkauf habe ich überhaupt gar nichts zu tun. Der Handel ist bei einem ganz anderen Ministerium. In Ost-Berlin? Natürlich. Und dieses Ministerium soll hier den Verkauf kontrollieren? Die Schuhe möchte ich mal sehen, die bei uns nicht verkauft werden. Und selbst wenn wir sie in die Republik schicken müssten, wäre das immer noch billiger, als wenn wir sie in einer westlichen Firma kaufen müssten. Nein. Und außerdem, warum sollen wir sie nicht verkaufen? Luxor hat einen guten Namen, wir machen gute Schuhe. Wenn auch nicht 100 verschiedene Modelle. Ich kann Sie nur warnen. Ich werde zwar nicht mehr da sein, aber Sie werden sich wundern. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Frau Gabler, meine Sekretärin. Herr Freud, wie denke? Aber ich wollte ja nicht Ihr Büro sehen, sondern die ganze Abteilung. Ja, das ist sie. Die besteht aus mir und Fräulein Gabler. Bitte. Das ist die ganze Personalabteilung? Ich habe natürlich noch andere Abteilungen mitzubetreuen. Was ist denn? Wer ist an der Praxis? Sind Sie mal mit dem Kopf? Da sind welche drin. Hättest du vorher nicht Bescheid sagen können? Entschuldigung, wir haben schon mal begonnen, die Personalakten durchzusehen. Wir haben ihn gesucht. Sie sind sicher sehr enttäuscht, wenn Sie unsere Personalakten mit denen vergleichen, die bei Ihnen üblich sind. Woher wollen Sie wissen, wie unsere sind? Natürlich steht bei uns sehr viel mehr drin. Schließlich ist für uns der Mensch das Wichtigste. Sagen Sie, hier nebeneinander kann man sich nicht noch ausdehnen, oder? Nee, meine ist unsere EDV mit Verkaufs- und Fertigungssteuerung und da hinterm Sekretariat die Toiletten. Ich krieg unmöglich die ganze Abteilung hier runter. Die Personalabteilung. Wir sagen dazu Kaderabteilung. Die hat bei uns mehr Aufgaben. Wir haben da 6 Referate. Mindestens. Lohn, Soziales, Solidarität, Kultur, Prämien. Mit 2 Mann ist das gar nicht zu machen. Aha. Sie werden noch staunen, was wir für die Arbeit alles tun. Ja, hallo? Grüß Gott, Firma Fernsehhägele. Moment mal. Ja. Ach, Tag. Kommen Sie auch bitte rein. Das ging ja flott. Grüß Gott, bei uns immer so schön. Hier, bitte. Heute bestellt und morgen schon da. Was bei dir? So. Wo ist denn der Anschluss? Ich dachte, hier drüben. Ah ja. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Fernseher. Ist es auch? Dann wissen wir wenigstens, warum er unbedingt das Zimmer haben wollte. Ich brauche das nicht. Welchen den Antennenanschluss? Ich weiß noch nicht, wo ich ihn hinstelle. Willst du nicht auf dem Tigerfeld stellen? So. Das ist nachher das zweite Bild. Was ist denn prima? Das heißt Bild in Bild. Da kann man 2 Programme zur gleichen Zeit sehen. Ja, auf dem einen die aktuelle Kamera, auf dem anderen die Tagesschau. Kriegt man hier auch Adlers Ruf? Ich meine, Fernsehen DDR? DDR neu, aber in Österreich und Schweizer kriege ich es rein. Ihr Füller. Danke. Tja. Also, auf Wiedersehen, das heißt, besser gesagt, alles Gute. Adieu, alles Gute für die Luxor Werke. Ihren fachmännischen Rat werde ich bestimmt vermissen. Naja, der Herr Dr. Keckenhoff bleibt Ihnen ja erhalten. Mit 2 Kindern in der Schule und einem neu bezogenen Eigenheim wird er wohl so schnell weg wollen. Was ist mit Ihrem Terminkalender? Ach, den brauche ich jetzt wirklich nicht mehr.
Wenn es Ihr privater Kalender ist. Aber ich sehe ja gerade, übermorgen ist eine Sitzung vom Arbeitgeberverband. Das und ist jetzt Ihr Verband. Wir sprechen später die Termine mal. Ja, selbstverständlich. Interessieren wird es mir ja schon, wie Ihr Experiment ausgeht. Bestens. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich darf doch annehmen, dass Sie nur Ihre Privatsachen mitnehmen. Bitte? Du spinnst doch wohl. Weißt du, ob er nicht sofort mit dem, was er hier erfahren hat, zum nächsten Konkurrenzunternehmen geht? Unsinn! In absehbarer Zeit dürfte ich überhaupt nicht zur Konkurrenz. Das verbietet unser Wettbewerbsrecht. Es sei denn, Sie hätten nichts dagegen. Es geht hier nicht um die Konkurrenz zwischen zwei Betrieben. Wir führen hier einen Kampf. Bitte. Entschuldigen Sie. Er ist noch jung. Hat noch zu wenig praktische Erfahrung. Erfahrung ist das, was man 100 Jahre falsch gemacht hat. Warum haben Sie solche Leute dabei? Krampelt. Oder mussten Sie den mitnehmen? Ach, der ist schon in Ordnung. Ist eine andere Generation. Aber was der theoretisch auf dem Kasten hat, Parteihochschule mit Auszeichnung. Und? Kann man sich da davon was kaufen? Oh. Ich bin nur ein alter Praktiker. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Mein Vater war Sozi, mein Großvater. Ich komme aus der Arbeiterbewegung. Aber die jungen Leute, die wissen oft mehr als wir. Entschuldigen Sie mal, Moment. Bitte, bitte. Frau Klöckner? Also, nochmal vielen Dank. Wie lange waren Sie jetzt eigentlich bei mir? Im Juni wären das 8 Jahre gewesen. Alles Gute. Ja. Werden Sie viel verändern? So gut wie alles. Lass mal gut gehen. Stellen Sie sich mal vor, wenn der Arbeiter eines Tages spürt, dass er nicht mehr für die Reichen arbeitet, sondern Schuhe für die Arbeiter macht. Dass er sozusagen dem anderen eine Freude macht. Er wird auch Ihnen die Arbeitsfreude machen. Er wird ein anderes Verhältnis zur Arbeit bekommen. Die Entfremdung fällt weg. Alles Gute, Herr Wittigen. Wiedersehen. Also gut, das können wir mal vormerken. Aber die Entwürfe müssen noch ausgeführt werden. Bis zur nächsten Modellbesprechung sollten wir einige Grundmodelle angefertigt haben. Aha, ich verstehe, ja. Und vorher muss ich noch nach Paris. Nach Paris? Ja, zur Messe, das machen wir jedes Jahr. Das vergessen Sie mal. Die Flüge sind schon gebucht. Nein, nein, Herr Leger. Darüber gibt es gar keine Diskussion. In der Weltgeschichte herumreisen. Wir machen Schuhe für jedermann. Fahren Sie mal nach Pirmasens ins Schuhmuseum. Oder meinethalb noch nach Erfurt. Sehen Sie sich das mal an, lassen Sie sich da anregen. Vergessen Sie nicht die nationale Handwerkskunst von Hunderten von Jahren. Hm? Die Flüge bestellen Sie ab. Und jetzt hat das Wort der Betriebsratsvorsitzende Wabler. Also, Kollegen, so wie das alles einmal funktionieren soll, weiß ich auch noch nicht genau. Es sind schon einige von euch bei mir gewesen. Diese Lohnfrage sind sehr kompliziert. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass unterm Strich genau das Gleiche rauskommt wie früher. Weil da die Gewerkschaft leider immer noch Wort mitzureden hat. Unsere Tarifverträge sind schriftlich verankert. Also, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, können wir die jederzeit einklagen. Es dauert doch Jahre. Wenn mir von der Gewerkschaft oder auch bloß einer von euch vor das Arbeitsgericht geht, dann haben wir das Urteil in 4 bis 6 Wochen. Ich finde, bevor wir uns hier über den Lohn unterhalten, können wir ruhig ein bisschen hören, was die so vorhaben. Aber wir sind hier in einem kleinen badischen Dorf und es lebt von uns. Wenn Luxor morgen die Tür schließt, dann könnte die meisten von euch zur Sozialfürsorge. In so einer Situation ist einem der Topf eben näher als der Deckel. Ich sag bloß euch, der Arbeiter guckt am Monatsende nach, was steht unten. Und das muss stimmen. Und wie das auch alles heißen soll, dieser ganze Wettbewerb sozialistischer Kram und Solidarität. Und was geht uns bis denn auch? Was kommen Menschen stehen? Früher, bei Herrn Bilfinger, da habt ihr das auch gesagt. Was geht uns das an? Aber wenn das jetzt unser gemeinsames Geld wäre, unser Vermögen. Geh doch rüber in die DDR, Mensch. Geh doch rüber in die DDR, haut doch ab, Mensch. Was hat jetzt Kollege Knospe? Also, liebe Genossen und Kollegen,
Wir wollen vorerst 10 verschiedene Modelle produzieren. Wenn der neue Plan beginnt, werden wir weitersehen. Vielleicht kommen wir dann mit 8 aus. Das Sortiment verkleinern. Jetzt wollen wir mal hören, was ihr davon so haltet. Also ich weiß nicht, wie die meisten von euch darüber so denken. Aber ein paar Modelle weniger. Lauter! Ich sag, ein paar Modelle weniger, das wäre schon ganz gut. Ja, prima. Mir fällt das beispielsweise immer wieder auf, wenn ich an der Stanzerei vorbeikomme. Und dann sehe ich da, wie der Kollege alle paar Minuten die Stanzmesser auswechseln muss. Ja, da hat er schon recht. Also, pro Schuh braucht man ungefähr 6 Messer, manchmal sogar 12. Naja, und 12 Messer mal 12 verschiedene Größen. Und jede Serie davon kostet pro Modell ungefähr 1500 Mark. Je weniger verschiedene Modelle, desto billiger pro Modell. Und auch noch obendrein mehr bei gleicher Arbeitskraft. Und deshalb, und darum die lange Vorrede, ich finde, wenn wir schon gefragt werden, wir sollten nicht alle halbe Jahre 80 neue Modelle machen, sondern höchstens 15, wenn nicht noch weniger. Und wir haben nun hier aus den vorhandenen Modellen schon mal 20 ausgesucht. Und jeder von euch soll nun auf den Zettel, den er gekriegt hat, die 10 Modelle ankreuzen, die er für die besten hält. Und die 10, die dann die meisten Stimmen kriegen, die werden dann auch produziert. Damit keiner denkt, dass wir uns vor einer Entscheidung drücken, habe ich hier schon mal die 5 Modelle rausgestellt, die wir für die besten halten. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir dabei auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgegangen sind und nicht nur nach dem Plan. Ich meine, das hängt ja auch von dem vorhandenen Rohmaterial ab. Naja. Aber bitte, wir wollen euch nicht vorgreifen. Ihr sollt selber entscheiden, was ihr produzieren wollt. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Es ist übrigens nicht nötig, dass ihr euren Namen auf den Zettel schreibt. Ach, Herr Biedecke. Ja? Sie haben gehört, dass ihr aus dem Arbeitgeberverband austretet. Nicht wir, ich. Ich meinte die Luxorwerke. Haben Sie was dagegen? Das ist Ihre Entscheidung. Ich setze mich doch nicht mit Kapitalisten und Ausbeutern an einen Tisch. Ja, ich muss es nur rechtzeitig wissen, damit der Betriebstarif ausgehandelt werden kann. Was wollen Sie damit sagen? Tag. Grüß Gott. Ja. Wenn Luxor nicht mehr Mitglied des Arbeitgeberverbandes ist, dann gilt auch der Tarif nicht mehr für uns. Dann muss neu verhandelt werden. Nun kommen wir vielleicht sogar zu vernünftigeren Lösungen. Also schlechter als mit dem akzeptierten Tarifpartner, dem Arbeitgeberverband, wird die Gewerkschaft mit Ihnen bestimmt nicht abschließen. Wieso treten wir aus dem Verband aus? Weil wir das unserer Überzeugung schuldig sind. Bist du dir klar, welche Konsequenzen das hat? Konsequenzen? Wir sind doch nicht hier, um in den anderen Schuhfabriken hier in der BRD um den Profit zu konkurrieren. Jedenfalls gibt das nur noch mehr Unruhe. Wer weiß, was die von der Gewerkschaft jetzt alles zur Sprache bringen, wegen der Prämien und Brigaden und so weiter. Aber du weißt doch, dass wir als Mitglied im Arbeitgeberverband Beiträge zahlen und der größte Teil davon in einen Fonds kommt. Und wenn es wieder einen Streik gibt... Bei uns wird es keinen Streik geben, Genosse Biedecke. Aber vielleicht woanders. Und dann finanzieren wir die bestreikten Unternehmer? Nein, wenn wir jemand im Streik finanzieren, dann natürlich die Arbeiter. Wir sind nicht die Arbeiter. Wir treten aus. Sie sowieso etwas wegen Costa fragen. Dem Griechen? Ja. Ich will da keinen langen Vortrag halten, aber wir im Sozialismus legen großen Wert auf Gemeinschaft, auch im Kleinen. Sodass da nicht jeder alleine da für sich hinwurschtelt oder dem Kollegen gar noch die Butter von der Stulle nimmt. Das wird sich gar niemand fallen lassen. Bei uns auch nicht. Wir haben da eine bessere Organisation der kollektiven Zusammenarbeit entwickelt, glaube ich. Ja, bleiben Sie im Sitz. Wenn Sie auf Team raus wollen, so fremd ist uns das nicht. Na, sagen wir mal, hier in der Stanzerei zum Beispiel, ja? Das sind 20 Leute. Aus denen machen wir ein kleines Kollektiv, eine Brigade. Das heißt, dass die nicht nur zusammenarbeiten, sondern dass sie auch gemeinschaftlich... Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Also beispielsweise, da wird einer zum Kulturobmann. Hm? Oder hier in Vorlach, die Schule, die haben Sorgen. Übernimmt die Brigade die Patenschaft für eine Klasse. Natürlich schreibt auch einer auf, wie die Einzelnen arbeiten, damit man intern immer weiß, wer ist gut und wer weniger.
Und die Brigade selbstverständlich hat auch einen Chef. Und das ist der Brigadier. Und der kann dann auch mal mit dem Meister an Bord reden. Was hat der Costa damit zu tun? Ja, der hat mir eben so gut gefallen. Das ist schon ein guter Mann. Ja, so ein Grieche. Stimmt. Ja, eben. Der Costa wird von seinen Kollegen genauso behandelt wie jeder andere. Das spielt keine Rolle, dass er ein Gastarbeiter ist. Ah, das beruhigt mich. Wieso? Ich würde Costa gern zum Brigadier machen. Ah, verstehe. Nicht bloß Fachmann, auch noch Kommunist. Sie meinen also, dass wir keinerlei Schwierigkeiten mit den Kollegen hätten? Mit denen nicht, aber mit dem Costa. Wieso? Meinen Sie, der traut sich das nicht zu? Das tut er mit Sicherheit. Was denn sonst? Er wird sich nicht gern degradieren lassen. Bei uns ist er Meister. Ich würde gern mal wissen, wie Sie gerade auf mich gekommen sind. Wir haben uns die Personalakten durchgesehen und uns natürlich auch erkundigt. Weshalb möchten Sie das so gerne wissen? Weil ich habe einen Vetter in Leipzig. Und der ist jetzt hier, im Westen. Was der mir erzählt hat, das reicht mir. Wollen wir uns nicht die Chance geben, zu zeigen, wie es wirklich ist? Das meine ich nicht. Ich meine, wenn bei Ihnen drüben einer nicht richtig spurt, dann können Sie die Polizei holen. Hier nicht. Soll ich darauf mal antworten? Sie werden mir keinen Fall nennen können, wo irgendjemand, der im Betrieb nicht, sagen wir mal, ordentlich arbeitet, dass in so einem Fall die Volkspolizei geholt worden ist. Herr Androlet sollte sich doch erst mal anhören, was wir eigentlich wollen. Wenn Sie wollen. Ja. Es wird Ihnen sicher schon zu Ohren gekommen sein, dass wir großen Wert auf gemeinsames Arbeiten legen. Ja. Also ganz im Gegenteil zu hier, wo jeder nur seinen eigenen Kram im Auge hat. Wir fördern die Gemeinschaft. Das Kollektiv. Richtig. Deshalb wollen wir beispielsweise in Ihrer Abteilung zwei Brigaden einrichten. Eine davon soll die Brigade Androlet sein. Sie wären ein Brigadier. Wenn Sie wollen. Hätte ich nicht gedacht, dass das alles so läuft. Wieso? Was wir hier tun, ist doch zum Nutzen aller. Ja, schon. Aber eigentlich hat hier jeder erstmal seine eigene Wurst in der Pfanne. Das ist eben hier so. Aber Arbeiter sind doch nicht doof. Naja, so wie Sie das einmal erklären, das mit dem Kollektiv und so, da versteht man das ja gleich ganz gut. Da hört sich manches schon ein bisschen anders an als bei Krampels. Im Grunde versteht er ja sehr viel mehr davon als ich. Naja, aber von Schuhen versteht er nichts. Nein, davon nicht. Eben, aber Sie haben das alles noch selbst gemacht? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang mit Schuhen zugebracht. Moin. Aber hier geht es in erster Linie nicht um Schuhe. Was denn? Das ist doch schon wieder was Neues. Ich hab's erst mal ausprobiert. Aber es hat sich bewährt. Nimm mal. Frühstück. Ehrlich? Müssen wir Wasser sparen oder Energie? Dieses Gerät spart Wasser und Energie. Ist die von heute? Ja. Also von gestern. Wirklich. Wenn das einer sieht und sagt, jetzt ist der Mann erst so kurz im Westen.
Wovon willst du das bezahlen? Größeren Sachen sind auf Raten. Die anderen bar. Aber die Raten zahle ich auf einen Schlag zurück, wenn es da anständige Jahresendprämie gibt. Können wir das richtig nehmen? Der Herr Elsässer ist da. Ah ja. Guten Tag. Wiedecke? Guten Tag. Sehr erfreut. Sagen Sie, Herrn Krampitzer, Gewerkschaftssekretär, sei gekommen. Wir wollen gleich losgehen. Ja. Darf ich bitten? Womit wollen Sie beginnen? Mit der Verwaltung oder gleich mit der Fabrikation? Ich verstehe nicht. Im Moment sind... Aber Sie wollen sich doch bestimmt ansehen, was wir alles gemacht haben. Was ich wissen möchte, weiß ich schon. Aber das müssen Sie doch sehen. Unsere neue Kantine im Kindergarten, der ist zwar noch nicht fertig, wollen wir uns nicht erstmal über das unterhalten, was wirklich wichtig ist? Aber die sozialen Einrichtungen sind nicht wichtig? Oh, natürlich. Aber für mich als Gewerkschaftsvertreter kommen andere Sachen vorher. Lohn, Arbeitsbedingungen. Ah. Wie Sie wollen? Das sind auch die Dinge, die die Arbeiter interessieren. Da unterscheiden sich unsere hier wohl nicht von denen bei Ihnen. Ah, das ist Herr Krampitz, Herr Elsässer. Er will erst die technischen Dinge besprechen. Löhne, Arbeitsbedingungen, bitte. Vor allem geht es mir um einen Punkt. Sie wollen oder haben schon diese Brigaden eingeführt. Damit wir uns von Anfang an richtig verstehen. Ein Kaffee oder? Nein, danke. Lassen Sie die Finger von sämtlichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen. Dazu gehören alle Gruppenarbeiten, Gruppensysteme, eben Abhängigkeiten von Arbeitern untereinander. Was es hier vorher nicht gegeben hat, darf auch nicht eingeführt werden. Das klingt ganz schön rigoros, hm? Ich weiß nicht, wie weit sich unsere Ziele ähneln. Das weiß ich auch nicht. Wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern, sodass die Arbeit irgendwann ihre Last verliert, ihren Zwang, und er bleibt, solange Arbeit noch geteilt wird. Ja, da sind wir völlig einig. Nur wenn Sie glauben, dass, wenn Sie bei den Arbeitern nun Gruppen schaffen, dass das die Arbeitsteilung überwinden wird, ist doch Augenwischerei. Arbeitsteilung ist hier geistige Arbeit, da körperliche Arbeit. Aber irgendwo muss man doch anfangen. Also wenn Sie das hier theoretisch betrachten wollen, dann wollen wir doch erst mal feststellen, dass Arbeit in keinem Fall eine Sache von Ruhm und Ehre ist. Sie könnte und sollte es aber sein. Das versuchen Sie Ihren Leuten einzureden. Industrielle Arbeit hat Zwangscharakter und den wird sie behalten. Ja, im kapitalistischen System. Aber der Sozialismus, jedenfalls als materielle Bewegung, kann nur synchron mit der Aufhebung der Arbeitsteilung vorwärts kommen. Das hat Marx bereits ganz richtig gesehen. Wenn Sie das so sehen, dann verstehe ich nicht, warum Sie das drüben nicht schon so eingerichtet haben. Zeit genug haben Sie doch gehabt, oder? Hier in einem industriell so hochentwickelten Land kann man eben Sachen realisieren, die woanders nicht so ohne weiteres möglich sind. Außerdem haben wir bei uns die Brigaden schon lange eingeführt. Aber hier nicht. Bei uns ist Arbeit individuell auf den Menschen abgestellt. Auf den Menschen? Wie sieht denn das in der Praxis aus? Nehmen wir mal an, einer aus Ihrer Brigade hat sich den Magen verkorkst. Muss alle 10 Minuten seine Maschine abstellen und aufs Klo rennen. Wenn er es bei uns macht, dann kommen seine Kollegen und sagen zu ihm, also hör mal zu, mein Lieber, trink nächstens nicht so viel oder mach dir warme Umschläge oder was weiß ich. Aber in der Brigade, da kommen die doch und sagen, also hör mal zu, wenn du hier alle 10 Minuten für 5 Minuten abhaust, dann müssen wir für dich mitarbeiten. Also entweder oder. Entweder du meldest dich krank oder du arbeitest hier mit, ohne Pause, genau wie wir. Und was passiert, wenn wir die Brigaden beibehalten? Meine, was wird die Gewerkschaft dann machen? Was kann sie machen? Das werden Sie schon erleben. Ich lasse Ihnen 10 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Ach, übrigens, wo Sie jetzt nicht mehr im Arbeitgeberverband sind, muss der Tarifvertrag neu ausgehandelt werden. Sie können den Entwurf schon mal studieren. Da stehen keine Gemeinheiten drin, nur das Übliche. Ist der Vertrag identisch mit dem, den wir hatten, bevor wir aus dem Verband ausgetreten sind? Naja, ein paar Kleinigkeiten sind schon extra. Wir haben Ihnen ja nicht geraten, auszutreten. Heißt das, die Gewerkschaft hätte es lieber, wenn wir im Arbeitgeberverband geblieben wären? Das lieber hätten oder nicht, ist doch egal. Für Sie wäre es besser gewesen. Sie sind nun mal Arbeitgeber. Was, wenn Etikett Sie sich auch aufkleben?
Er hat was abgerissen. Keine Ahnung. Josef, Aruf! Sag, Karl. Mach schon. Was soll denn das? Dass da nicht jeder auf der Hof fährt, der das gerade will. Also gut. Mach auf. Herr Butzack, Josef. Du musst dich schon zu mir bemühen. Sag mal, spinnst du? Aber bring deine Papiere mit, Ausweis und alles. Dann kriegst du einen Passierschein. Name? Gustav Popochinski. Pass auf, Karl, ich kann hier keine Ausnahme machen, auch wenn wir uns ein paar Jahre kennen. Du heißt Karl Lamprecht. Aber das weiß ich doch. Ja, aber ich muss es von dir hören und dann muss ich das mit dem Ausweis vergleichen. Und dann schreibe ich das erst hin. Wir müssen uns absichern. Weil Konkurrenz schon ganz scharf drauf ist, zu erfahren, was ihr für tolle Schuhe baut. Herr Klampitz meint, dass die Kapitalisten sogar vor Sabotage nicht zurückschrecken würden. Herr! Guido! Kommt ihr mal rüber? Kommt ihr mal! Emil, komm doch mal! Albert! Kommst du mal? Roland! Ja, ja. Adolf! Komm doch mal rüber! Also, ich habe hier die Zahlen von der vergangenen Woche. Karl, du hast in der letzten Woche hier die meisten Punkte gesammelt. Jedenfalls alles in allem, was Qualität angeht, am wenigsten Ausschuss, immer pünktlich, keine zu langen Pausen. Wenn du so weitermachst, wirst du nun aktiver. Also hör mal, erstens heißt das Aktivist. Und zweitens kannst du dir an Karl ruhig mal ein Beispiel nehmen. Seit der weiß, dass er nicht mehr entlassen wird wegen Faulheit und so, tut er fast gar nichts mehr. Schließlich muss ich hier ganze Masse Arbeit für den Senfteberg mitmachen, damit er in seinen Plan nicht zurückfällt. Wieso denn? Senftebergs Frau ist doch krank. Da kommt er jeden Tag später. Manchmal eine ganze Stunde. Mittags muss er früher weg, weil er die Kinder von der Schule abholt. Aha. Einkaufen muss er auch. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Naja, bei den vielen Besprechungen im Moment. Also, Senftebergs Frau ist krank. Und ziemlich schlimm sogar. Sie liegt im Krankenhaus. Aha. Wie viel Geld haben wir in der Brigadekasse? Netto, ohne Prämiezuschläge, so an die 35 Mark. Aha. Also, dann machen wir heute Abend gleich mal einen außerplanmäßigen Brigadeabend. Wir treffen uns im Gasthof Ilge. Wollen mal sehen, ob wir da... Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Ja, ja, das... Und bringen die Kinder selber in Schule. Wir besprechen das dann heute Abend. Jetzt erstmal, lieber Karl, herzlichen Glückwunsch für die Bestleistung der Woche. Danke. Ich hoffe, dass das für die anderen ein Grund sein wird, auch mal wieder ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Das Vorschlag, dass das die Frauen machen, ist gar nicht schlecht. Wenn dann erstmal die Kinder versorgt sind, dann kann man ja auch mal... Gute Nacht. Was da noch übrig bleibt, kann der Sendertag ja auch alleine. Mensch, Kerl, komm, lass doch den Quatsch. Mach keinen Blödsinn. Das ist nicht wahr. Passt es doch gar nicht so weit. Komm. Also bis morgen. Mensch, Karl, hilf mir doch mal. Bist doch safe, Ihrer Schein. Wir können ihn doch nicht fahren lassen, wenn er in der Polizeikontrolle kommt. Komm, steh auf, Gerd. Aber wie weit ist es? Jetzt komm schon. Wie weit ist es? Mann, bist du schwer. Gut, dass Sie kommen. Was ist denn hier? Es geht um die Prämie. Ach so. Deshalb komme ich ja. Seht euch mal diese Heftchen hier an. Bitte? Bitte? Danke. Es hat sich bei uns in der DDR so eingebürgert, dass eine Brigade, die ihr Prämienziel erreicht hat, so kleine Märkchen erwerben kann, natürlich freiwillig und was Gutes damit tut. Bitte? Bitte? Da kostet so eine Marke pro Stück 50 Pfennig. Diese hier, die sind noch für Vietnam, das ist selbstverständlich nicht mehr aktuell. Aber vielleicht überlegt ihr euch mal so aus eigener Initiative, was man hier in Vorlach so machen könnte.
kann ja auch etwas ganz Unpolitisches sein. Und von welchem Geld soll man das spenden? Ich möchte wissen, welches Sau mein Auto ausspielt. Ich gar nicht auch, okay, ich weiß nicht. Da hat es eben eine kleine Meinungsverschiedenheit gegeben, weil einige von uns sagen, wir hätten die Prämie schon. Und die anderen sagen, wir haben sie. Halt im Arsch, die zahlt mir keiner. Meinungsverschiedenheit ist wohl geprahlt. Wenn es meine Prämie sein soll, dann gibt's hier einen schönen, saftigen Streik. Streik. Irgendwann läuft das Fass über. Streik gegen wen denn? Gegen euch selbst? Sie hatten doch gesagt, die Prämie ist 500 Mark. Natürlich. Na bitte. Sie hatten nämlich schon geglaubt, ich hätte es mir aus den Fingern gesogen. Wenn ich sage, ihr kriegt 500 Mark, dann kriegt ihr 500 Mark. Wir haben da was auf unsere Abrechnung, wo P vorsteht, und da dachten wir, das wird Prämie heißen. Ja, aber das sind doch nur 31,25 Mark. Aber ihr seid doch 14 Mann, das wird schon hinkommen. Na, Brigadier, was sagst jetzt du? Ja, soll das heißen, die 500 Mark sind für die ganze Brigade? Was habt ihr denn gedacht? Pro Mann? Ja, ja. Was denn sonst? Scheiße! Sogar dann fehlt nur etwas. Wir sind 14 Mann. Jeder hat 31,25 gekriegt, macht zusammen 437,50. Stimmt. Bis auf den Pfennig. Fehlt nichts. Ihr seid 14 Mann und der Meister und der Bereichsleiter. Wieso kriegen die denn was? Da sollen die weniger verdienen als ihr. Und das soll Kommunismus sein? Das hat niemand behauptet. Noch sind wir nicht so weit, dass jeder nach seinen Bedürfnissen entlohnt werden kann, wie Karl Marx gesagt hat. Heute müssen wir eben noch sagen, jeder nach seinen Leistungen. Brauchst du noch? Nein, nein. Gilt das jetzt nur für die Verwaltung? Nein, nein, das gilt schon für alle. Aber hier kommen doch gar keine Arbeiter durch. Die kriegen auch noch eins. Bloß später. Was ist denn los? Guck das jetzt an, wie sich das da staut. Die schaffen das nicht, was? Seid ihr bei euch drüben verrückt worden? Wir steigern nur die Produktion, das ist alles. Aber nicht auf unsere Kosten. Wir haben hier auf 600 erhöht, jetzt kommt täglich 800. Ja, ja, das wären aber noch mehr. Ihr mit eurer neuen Maschine könnt es vielleicht schaffen, mir nicht. Außerdem, da drüben liegt der Ausschuss. Einen betrieblichen Wettbewerb machen, da gibt es drei Punkte, die ihr nicht vergessen dürft. Erstens, die Arbeitsproduktivität muss erhöht werden. Ja, das ist genau das, was wir machen. Zweitens, die Qualität muss verbessert werden. Wisst du denn nicht? Seit ihr von den Mokassins abgeht und Kunststoff statt Oberleder macht, da kann die Qualität nicht gehalten werden. Weil die Selbstkosten gesenkt werden müssen. Und das ist der dritte Punkt. Müsst ihr eben mehr Leute einstellen. Oder die sollen Überstunden machen. Du weißt doch genau, dass wir dann unseren Lohnplan nicht einhalten können. Wie kommt es, dass die früher bis zu 1000 Paar finishen konnten? Nur weil der Kapitalismus das Letzte aus dem Werktätigen herausgeholt hat. Die haben sich ja nicht mal getraut, sich krank zu melden. Also Schluss jetzt, ihr macht wieder das alte Tempo. Der Betrieb muss produzieren. Und Gewinn machen. Wenn uns der Betrieb gehört, dann wollen wir natürlich Gewinn machen. Wenn wir uns dann teilen können. Ertrag verteilen? Das dauert noch ein bisschen. Wir haben nicht nur ökonomische Ziele, sondern auch politische. Wir? Wenn es um gesamtgesellschaftliche Interessen geht, dann muss man die egoistischen Belange des Betriebes hinten anstellen. Na schön. Dann hören wir eben auf mit dem Wettbewerb. Die Leute haben sowieso keine Lust mehr, wo die Prämie geteilt wird. Wer sagt da was von aufhören? Sie? Schiedeke sagt es auch. Ihr sollt hier ein Beispiel geben für die gesamte Arbeiterklasse Westdeutschlands. Zeigen, dass es nicht nur um Geld geht, sondern dass es andere Ideale gibt. Und dafür macht ihr weiter im Wettbewerb. Schiedeke hat gesagt, wir sollen aufhören. Und er ist der Chef. Decke. Du hast Angrol hat gesagt, er soll mit dem Wettbewerb aufhören. Ich hab ihm gesagt, er soll Rücksicht auf den Gesamtbetrieb nehmen. Ja.
das merkt ihr mal. Auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Ruhe bitte! Kamera ab bitte! Kamera läuft. Kindergarten 1, die dritte. Klappe! Wir befinden uns hier im Betriebskindergarten, im gleichen Gebäudekomplex. Im gleichen Gebäudekomplex gibt es noch eine Krankenstation, einen Friseur und die Kantine. Wir haben uns gewundert, dass es vorher so etwas hier nicht gegeben hat. Diese Räume wurden von Betriebsangehörigen in freiwilligen Initiativschichten nach Feierabend und dann Sonnabend erstellt. Knapp 6 Wochen. Wie ist das nun mit den Kindergärtnerinnen, Herr Bedecke? Sind das Angestellte oder? Ja, die haben wir angestellt. Auch einen Arzt und eine Krankenschwester und den Friseur. Wir beschäftigen zurzeit, und das wird besonders die Werktätigen interessieren, die im Augenblick arbeitslos sind, 42 Personen mehr als bisher hier tätig waren. Das heißt, wir haben also 42 neue Arbeitsplätze geschaffen. Danke. Aus, war es das bei euch? Das war gut. Wenn Sie wollen, können wir ja mal in die Kantine schauen, was es da heute gibt. Ja, können wir gerne machen. Aber wissen Sie, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen von Ihnen mehr erfahren über die 42 neuen Arbeitsplätze, von denen Sie gesprochen haben. Ich nehme doch an, dass die meisten in der Produktion beschäftigt sind, oder? Nein, nein, nein. Nicht direkt, nein. Die Produktion ist in der Tat ständig gestiegen, während wir in den ersten Wochen durchschnittlich täglich auf 3.000 Paar Schuhe gekommen sind, waren es in der vergangenen Woche bereits 4.000 pro Tag. Das klingt ja nach einem ganz schönen Erfolg. Dazu kann man nur gratulieren. Ja, wir sind auch sehr stolz drauf. Sagen Sie, wie viele Schuhe sind denn eigentlich früher hier täglich produziert worden? Ich glaube, so etwa 5.000 täglich. Ja, aber das bedeutet... Ganz recht, dann sind wir bis auf 20% an die Zahlen herangekommen. Ja, aber Sie haben doch 40 Leute mehr in der Produktion beschäftigt. Ja, indirekt. Wenn man die Arbeit humaner gestalten will, das heißt, wenn man bessere Arbeitsbedingungen schaffen will, dann wenn man überhaupt und grundsätzlich den Charakter der Arbeit ändern will, so fordert das naturgemäß etwas mehr Verwaltungsarbeit. Auf gut Deutsch, mehr Bürokratie. Also, Bürokratie, das hört sich so... Nee, ich meine Verwaltung, richtige Verwaltung. Ja, aber wenn Sie für diese Arbeit extra 42... Der Kollege Berganda, der hat wohl was geerbt. Dann bedeutet eine Schuhfabrik. Arbeitsplätze. Wichtig ist doch vor allem, wie bei uns gearbeitet wird. Was willst du trinken? Whisky, Cola, Cognac? Bierchen. Und wenn ihr Hunger habt, bedient euch bitte. Ich habe hier ein paar Snacks hingestellt. Was ist das? Snacks. Das sind Fotos von Betriebsangehörigen, die das FDGB Ferienheim Neptun besichtigt haben. Das ist in der Nähe von Rostock. Bedeutet das denn, dass Angestellte der Luxorwerke ihren Urlaub in der DDR verbracht haben? Wer sich bis zu Beginn der Ferien entsprechend qualifiziert hat, kann mit Unterstützung des Sozialfonds und einer geringen Selbstbeteiligung seine Ferien dort verbringen. Eines Tages werden wir das alle so gut haben. Ich meine, alle Werktätigen. Und wenn nun diese sozialen Leistungen immer noch nicht überzeugen, für den habe ich sozusagen noch einen Kreuzbuben im Ärmel. Wir beabsichtigen in den nächsten Tagen, außer den bereits geschaffenen 42 neuen Arbeitsplätzen, weitere 120 bereitzustellen. 120 neue Arbeitsplätze? Ja, es handelt sich hier um eine in der Nähe befindliche Zulieferfirma, die den Namen will ich nicht nennen, Konkurs angemeldet hat. Wir werden die Arbeiter dieses Betriebes mit der bei uns üblichen Solidarität aufnehmen. Das ist aber wirklich interessant. Das ist einmalig. Hier, in der BRD, bei den gegenwärtigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wieso? Da werden 120 Leute arbeitslos. Das ist nun mal so im Kapitalismus. Eben. Und das ist die Gelegenheit zu zeigen, was bei uns besser ist. Oh, Moment. Ich werde mich persönlich beim Minister dafür einsetzen, dass im neuen Plan der Lohnfonds entsprechend erhöht wird. Ja. Und bis dahin? Ja, bis dahin jetzt nicht. Werde ich mit Wapplern ein paar Brigadierenden Übergangsplan aufstellen. Viel Spaß.
Ja, herein. Ja, der Herr Wappler möchte Sie sprechen. Meine Tür ist immer offen. Grüß Gott. Tag. Es hat da einige Unruhe gäbe. Ich selbst kann die Sendung ja nicht sehen. Wir geben nur ein Beispiel für Solidarität. Das ist alles. Wir hätten diesbezüglich einige Fragen. Ja, bitte. Wenn wir 120 neue Leute einstellen, was haben die für Arbeit? Können die Luxorwerke den Lohn verkraften? Und drittens, sollte man diese Entscheidung nicht hinausschieben, bis man weiß, was man auf der Messe überhaupt verkauft? Also das mit der Messe und was wir dort verkaufen und ob und wie viel, steht in überhaupt keinem Zusammenhang mit dieser Aktion. Was nutzt es, wenn man 120 Leute einstellt und die Arbeitsplätze von 700 gefährdet? Gefährden? Sind wir ein kapitalistischer Privatbetrieb oder eine gesellschaftliche Institution? Ich meine, das, was den Lohn anbetrifft, darf von jeder von seinem Stundenlohn von 8 Mark, sagen wir mal, 80 Pfennig abzweigt. Müssten wir doch mit Sicherheit. Vom Lohn können wir gar nichts abzweigen, selbst wenn wir wollen. Der Lohn steht fest. Auf Wiedersehen. Im Moment ja, aber schon nächste Woche, gleich nach der Messe. Da kommt Herr Elsässer zu mir und wir werden einen neuen Tarifvertrag abschließen, einen betrieblichen. Und da könnte man doch das... Der neue Tarifvertrag wird höher ausfallen als der bisherige. Auf keinen Fall niedriger. Auch nicht um 1/10 Pfennig. Auf Wiedersehen. Verstehst du das? Dieser Betrieb unterliegt immer noch kapitalistischen Gesetzen. Entweder er arbeitet vernünftig, dann hat der Arbeiter einen sicheren Arbeitsplatz. Oder er arbeitet unvernünftig, dann trägt der Arbeiter das Risiko. Was du machst, ist mehr als unvernünftig. Unvernünftig? Was nennst du unvernünftig? Ist dir das Wort Sabotage lieber? Weißt du überhaupt, was hier geschieht? Hast du überhaupt mitgekriegt, dass wir hier nichts weiter machen, als das in die Praxis umsetzen, wofür wir vor langer Zeit einmal angetreten sind? Praxis? Was verstehst du denn von Praxis? Praxis ist das, was existiert. Geh ins Mittagessen. Was soll das? Ein Warnstreik. Nur 10 Minuten. Nur weil ich den Werktätigen aus einem anderen Betrieb helfen will? Wie denn? Du kannst denen doch gar nicht helfen. Wir Arbeiter sollen das tun. Für dich. Ich stelle wie die anderen einen Teil meines Lohnes zur Verfügung. Und wenn die Luxorwerke Konkurs machen? In unserem Staat ist noch nie ein Betrieb in Konkurs gegangen. Das gibt's gar nicht. Wir befinden uns nicht in der DDR. Aber was wir hier tun, ist im Sinne der DDR. Aber nicht auf unserem Buckel. Gefällt dir unser Stadt? Sehr gut. Doch. Sehr gut. Schenk dem Minister mal ein Whisky an. Für unsere westdeutsche Kundschaft. Barbara. Für unsere westdeutsche Kundschaft haben wir Radeberger Pilsner und Halberstädter Würstchen. Das ist eine Empfehlung unserer ständigen Vertretung in Bonn. Hast du mit denen etwa Kontakt aufgenommen? Speziell? Soll ich doch nicht. Nee, nee.
finde übrigens prima, dass du mal vorbeigekommen bist. Das passte gerade gut. Was ich noch sagen wollte, wir hatten einige Schwierigkeiten im Betrieb. Ich habe das im Bericht noch gar nicht erwähnt. Du nicht, aber Krapitz. Er ist übrigens in Vorwach geblieben. Krank. Rockhaus hat es mir natürlich sofort aufs Butterbrot geschmiert. Was? Na, den Bericht von Kampitz. Ist das der Brockhaus vom Zentralkomitee? Der ist schon seit 2 Jahren im Politbüro. Das hätte man sich denken können, dass der Karriere macht. Rockhaus beurteilt eben bestimmte Sachen anders als wir. Will er dir etwa ans Bein pinkeln? Das weiß man nicht. Aber unser Experiment mit Luxor ist doch im Politbüro besprochen worden. Natürlich. Allerdings erst so vor 1-2 Monaten, als hier schon alles lief. Was ich so von der Sitzung des... Was ich so von der Sitzung des Politbüros gehört habe, war die überwiegende Meinung, dass alles in Ordnung ist, wenn die Prioritäten stimmen. Na und? Na, die sind an der augenblicklichen Lage klar. Erstens die Wiesen, zweitens gute Schulen. Dass wir den Werktätigen Westdeutschlands ein Modell vorführen. Ein Stück praktizierte Humanität, das ist ganz egal. Ich war nicht dabei. Und wenn ich hier Scheiße gebaut hätte? Und meinst du, das hast du nicht? Ah, hör mal. Zieh dir doch die Schuhe mal an. Na. Und habt ihr gut verkauft? Gestern war es nicht so toll. Wie sieht's denn heute aus? Naja, eher wie gestern. Die Luxemburger haben doch eine feste Stammkundschaft. Wann kommen die Herrschaften denn eigentlich so? Die waren alle schon da. Und? Um ganz ehrlich zu sein, mir noch kein einziges Paar verkauft. So, hör mal, dazu braucht man einfach einen langen Atem. Ich glaube nicht, dass man dir in der Hauptstadt die Zeit dazu lässt. Die stoßen sich an den Begriff VEB. Die müssen sich erst mal dran gewöhnen. Es gibt, wenn das so bleibt, eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir verkaufen die Luxemburger oder... Oder? Oder wir setzen ein westliches Management ein. Ah. So leicht lässt sich die Geschichte nicht zurückdrehen. So leicht kann er den Arbeiter nicht wieder unter das Joch des Kapitalismus zwingen. Das musst du nicht entscheiden und ich nicht. Diesmal nicht. Diese Entscheidung überlasse ich dem Politbüro. Ganz erleichtert, dass wir wieder abziehen. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. War vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich werde noch lange drüber nachdenken. Herr Wiedecke, ja? Wir wünschen Ihnen allen eine gute Fahrt. Und das ist für die Reise. Dankeschön, das ist aber sehr nett. Danke. Ja, das mit dem Streik, das muss ich zugeben, das hat mich ganz schön umgehauen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass es nur 10 Minuten war, also das war Zeichen von Sympathie für Sie. Das denke ich auch. Bei uns hätte die anders zugeschlagen. Wollen Sie damit sagen, dass es doch ein Unterschied ist, ob so ein Betrieb nach kapitalistischen Grundsätzen geführt wird oder... Oder Ideologie. Hanoi, damit hat es nichts zu tun. Das war Sympathie für Herr Biedecke. Wissen Sie eigentlich, wer uns gekauft hat? Nein, nein. Das macht bei uns das Außenhandelsministerium. Aber ich hoffe, dass wir anständig was dafür gekriegt haben. Vielleicht, wenn wir auf der Messe besser verkauft hätten.
Ja, was wird denn jetzt aus der ganzen Produktion? Keine Sorge, gute Schuhe sind Mangelware. Da werden Ihre russischen Freunde aber ganz schön verwöhnt, wenn sie plötzlich so gute Schuhe kaufen können, ne? Ja. Ich fürchte, wir müssen los. Wie das denn? Wo ist denn der Herr Krampitz? Der hat irgendeinen Onkel in Texas. Abgehauen? Ja, besucht ihn und kommt vielleicht nach, später. Alles Gute. Gleichfalls. Na? Wo ist ein anderer Leib? Krankgemeldet. Na ja, so richtig gesund wird er noch nie. Ne? Aber er tut ihm doch nichts. Nein, nein. Das Gute. Naja, einen Samen haben wir bereits gelegt. Vielleicht. Wer weiß, was daraus wird, wenn wir hier weg sind. Der Kindergarten immerhin, das ist was Konkretes. Die Krankenstation. Du, du. Also. Tja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir es wieder so gut treffen. Ich habe das schöne Unruhe. Wir müssen jetzt sowas auch erstmal ausprobieren. Beim nächsten Mal werden die solche Fehler nicht wieder machen. Das überhaupt noch mal riskieren. Ich will hier keine lange Rede. Ich will hier keine lange Rede halten. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Ganze nicht möglich gewesen wäre ohne die Kollegen da unten. Dass das Ganze nicht leicht war, mitten im Land der Klassenfeinde eine Schneise in den Urwald zu schlagen, das kann sich ja wohl jeder vorstellen. Jedenfalls haben wir für den Sozialismus mehr getan, als hier, glaube ich, als hier. Jedenfalls haben wir für den Sozialismus mehr getan in den paar Monaten, als hier manche in vielen Jahren erreicht haben. Ja. Wie bist du denn auf diesen naiven Idioten gekommen? Weil er was von Schuhen versteht und weil er ein zuverlässiger Genosse ist. Was heißt denn zuverlässig? Er kommt aus der Arbeiterbewegung. Außerdem hat er jahrelang im KZ gesessen. Mit mir übrigens. War das etwa ein privater Freundschaftsdienst? Bestimmt nicht. Jedenfalls wollen wir sowas nicht nochmal erleben. Das können wir uns nicht erlauben. Mach doch seine private Revolution. Ich hoffe, du hast ihn dir zur Brust genommen. Selbstverständlich. Er ist total am Boden zerstört. So ein Spinner. Ich habe mir seinen Bericht noch mal durchgesehen. Er ist stolz darauf, dass er mit den Arbeitern prima zusammengearbeitet hat. Er hat immerhin eine... Mozart? Was? Wer spielt denn da? Eine Jugendgruppe. Er hat immerhin eine ganz schöne Produktion geschafft. Aber nicht mal in der Quantität so viel wie vorher. Und darauf kommt es an. Schließlich konkurrieren wir mit dem Kapitalismus. Auch materiell, oder was? Da kann man so einen Betrieb doch nicht in Grund und Boden wirtschaften, auch wenn die Arbeiter jubeln. Es war ein Experiment. Außerdem hatte die Partei, also hattet ihr ihm doch extra jemand zur Seite gegeben, diesen Genossen Krampitz. Es gibt keinen Anlass, über die Vergangenheit zu reden. Das ist klar, aber... Kein Aber. Trotzdem. Ein Eklat liegt doch wohl in niemandes Interesse, oder? Sein Sohn wahrscheinlich kommt gleich. Gut.
Es dauert nicht mehr lang. Eins ist Fakt. Einen zweiten Fall, Bittecke, können wir uns nicht erlauben.